Herzlich willkommen zum Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. In dieser Folge möchte ich euch noch mal etwas ganz Schickes zeigen. So, das ist die sogenannte Map, und in der Map gibt es dann den Untertag Area, und damit kann ich auf ein Bild sozusagen Bereiche legen, wo man dann über das Anklicken dieses Bereiches auf eine andere Webseite kommt, beziehungsweise in einen anderen Bereich der von der Internetseite. Und dazu habe ich mir jetzt hier, um euch das zu zeigen, erstmal hier wieder ein ganz leeres Element angelegt. Und das erste, was wir hier machen, ist, dass wir uns ein Bild reinsetzen, so wie wir das kennengelernt haben. Und ich wähle mal hier wieder mein Cézanne-Bild aus, was ich gerne zur Demonstration benutze. Saint Victoire. Und das Ganze habe ich mir eingescannt gehabt aus meinem Cézanne-Buch und habe das dann kleiner gesetzt. So. Und wenn ich das so reinlade, dann habe ich erstmal ganz schlicht und ergreifend dieses Bild hier. Ne? So, und da setze ich jetzt, oder möchte ich jetzt eben auch Bereiche reinsetzen, auf die ich draufklicken kann. Und das mache ich dadurch, dass ich mir eine Map definiere, also eine Karte. Und das ist ganz, ganz einfach eigentlich erstmal. Und zwar schreibe ich hinein Map, dann gebe ich dem Ganzen einen Namen. Ich sag mal Cézanne. Und muss das Ganze auch schließen, muss also sagen, wo das aufhört, diese Map-Definition. So, den Namen, den brauchen wir gleich noch. Ich zeige euch jetzt erstmal, was man damit machen kann. Ich schreibe mir als nächstes einen Area-Tag. Der hat kein End-Tag, sondern ist ein ganz einfacher Tag. Und dort gehe ich rein und definiere ein Attribut und übergebe den Wert Rect. Das steht für Rectangle, also für Viereck. Und das ist das Erste, was ich mache. Dann gebe ich dem eine Koordinate. Und da sage ich mal 20,20. Also die Breite ist 20. Ja, machen wir mal die Breite 100, damit man das deutlicher sieht. So. Anfangspunkt ist 20. So. Dann die Breite 100. Und die Höhe, sagen wir auch 20. So, das ist das Zweite, was ich mache. Dann gebe ich dem Ganzen einen Titel und sage zum Beispiel mein Blog. So, was der Titel macht, das sehen wir gleich. Und dann muss ich dem Ganzen eine Sprungmarke angeben, also einen Link geben. Und da habe ich einfach die Internetadresse von meinem Blog angegeben. Ne, da könnt ihr natürlich auch alles mögliche andere angeben. So, jetzt schließe ich das Ganze. Und jetzt würde das noch nicht funktionieren, weil wir noch eine andere Sache angeben müssen. Und zwar muss ich meinem Bild mitteilen, dass es jetzt mit einer Karte oder mit einer Map belegt ist. Und dazu schreibe ich ein Attribut hinein, das heißt UseMap, also gebrauche die Karte. Und da muss ich mit einem Hashtag dann den Namen der Karte angeben. Also hier das, was wir eben reingeschrieben haben, das muss ich hier mit einem Hashtag angeben. Also Cézanne. Und dann schließe ich das Ganze. Tag. Und damit sind wir im Prinzip schon fertig, um das einmal demonstrieren zu können. Ich speichere das Ganze ab und lade mir die Seite neu. So, und jetzt seht ihr hier, da verändert sich jetzt hier mein Pfeilchen. Es ist allerdings, wie ihr seht, relativ schmal geworden. Das heißt, ich könnte hier tatsächlich noch so ein bisschen das Ganze größer machen. Ich gebe mal an 250. So, und jetzt habe ich euch eben auch, naja,
Jetzt bin ich wieder in Tüttel gekommen. Es gibt nämlich zwei Arten, Koordinaten anzugeben, nämlich einmal Koordinaten, indem man hier sagt, das ist der linke obere Punkt und das ist die Breite und die Höhe. Und hier ist es tatsächlich wieder anders. Also das ist sozusagen der linke obere Punkt und das ist der rechte untere Punkt. Entschuldigung. So, also bitte vorsichtig sein. Ihr müsst hier tatsächlich die absoluten Koordinaten angeben und nicht in dem dritten und vierten Wert die relativen Koordinaten. So. Und jetzt habe ich tatsächlich auch ein größeres Feld. Jetzt weiß ich auch, warum das eben so klein war. Es hat nämlich eben tatsächlich die Höhe auf 0 gesetzt oder auf 1 und deshalb konnte das das auch gar nicht richtig auswählen. So. Ach so, ja, laden muss es auch noch. So. Und jetzt haben wir hier ein schönes großes Feld. Ihr seht hier gleich auch noch, das ist ein kleines Problem bei diesen Areas. Diese Areas sind nicht optisch markiert. Das heißt, ich kann nur daran sehen, dass sich der Cursor verändert, dass dort eben eine Fläche drin sitzt, die ich anklicken kann. Und über diesen Title, also das, was wir hier angegeben haben, der wird jetzt nämlich als Tooltip angezeigt. So. Und wenn ich da jetzt draufklicke, dann springt er mir zu meinem Blog. Also der lädt das. Und das ist dann natürlich eine ganz schicke Sache. So. Ihr werdet normalerweise keine Bilder von Cézanne verwenden, aber manchmal ist das ja ganz sinnvoll. Ne? Auf meinem Videokanal habe ich dieses Bild jetzt auch verwendet gehabt, da habe ich das zurechtgeschnitten. So. Wenn ihr sagt, ich möchte eine Sprungmarke einbauen, solltet ihr deutlich dem Benutzer zeigen, dass dass dort irgendetwas ist, was anders ist, was anders funktioniert. Und das habe ich euch jetzt auch nochmal, oder um das zu demonstrieren gemacht. Ich habe mir nämlich ein kleines Facebook-Bild dort mit eingebaut. So. Und wenn ich das Ganze jetzt lade, dann seht ihr hier unten, da könnte ich mir jetzt zum Beispiel eben so eine Sprungmarke draufsetzen, dass der Benutzer zu meiner Facebook-Seite kommt. Das wäre eine Möglichkeit. Gut, das ist die eine Sache, die ich euch zeigen wollte. Ihr müsst oder ihr könnt mehrere, also beliebig viele Bereiche definieren, mit denen ihr auf die ihr dann solche Hotspots setzen könnt. So, eine andere Möglichkeit ist, einen Kreis zu definieren. Den Kreis definiere ich durch einen Mittelpunkt und dann einen Radius. Also sagen wir mal 300, 200 und den Radius setzen wir mal auf 100. So, ich gebe dem Ganzen das einen Titel. Noch einen Link zu meinem Blog. So. Und den Rest, den möchte ich jetzt hier einfach kopieren, weil ich jetzt hier gerade auch nicht so viel verschiedene Sachen machen möchte, wo ihr hinspringen könnt. Das könnt ihr dann selber ausprobieren. So, ich lade das Ganze nochmal so. Und jetzt seht ihr, hier verändert sich auch mein Cursor und ich kriege auch meinen Tooltip und zwar mit dem Tooltip für eben diese runde Fläche. Schön wäre es jetzt, wenn man sehen könnte, dass sich das irgendwie im Rund verhält, aber das werden wir wohl nicht hier herausbekommen. Also ich habe es nachgeprüft, man kann es eben tatsächlich machen, aber soweit ich das sehe, kann man HTML und CSS alleine noch nicht hier eine Farbe mit ins Spiel bringen. Dazu braucht man da tatsächlich JavaScript. So, das wollen wir in diesem Tutorial noch nicht anfangen. Aber die Möglichkeit besteht bloß eben nicht mit unseren Mitteln, die wir bisher haben. Gut, so, wofür ist das sinnvoll? Ihr könnt zum Beispiel links und rechts könnt ihr euch kleine Bildlaufleisten definieren, sodass ihr, was weiß ich, irgendwie so ein die Bilder sich abwechseln lasst, wenn ihr links und rechts da drauf klickt. So, das ist nicht so sonderlich sinnvoll, das sollte man dann besser in extra HTML-Elementen machen, aber man könnte eben sagen, gut, okay,
Damit kann man eben sich so ein Bild interaktiv gestalten. Ihr könnt in ein bestehendes Bild, könnt ihr so kleine Marken einbauen und könnt dann sagen, gut, der Benutzer der Internetseite wird schon verstehen, dass man da draufklicken kann und dann zu irgendwas anderem kommt. Das könnt ihr machen. So. Oder zum Beispiel, das habe ich auch mal gesehen, aber schon vor Jahren, ich weiß nicht, ich finde das jetzt gerade nicht mehr, dass man eben sich so eine Art Suchspiel macht, wo man dann eben so draufklicken kann auf ein Bild und dann wird dort irgendwas passiert dann. Ja, so dass dann irgendetwas aufgerufen wird und man dann eben sagen kann, okay, hier verändert sich was. Das kann man auch machen. Also man kann eine Map auf ein Bild legen und die dann in einer gewissen Weise interaktiv machen, dass man durch eine Tür gehen kann, dann sieht man ein anderes Bild und so. Also es war so irgendwie so ein Detektivsuchspiel für Kinder. Das könnte man damit machen. Gut, probiert es aus und guckt mal, was ihr da sonst noch mit anstellen könnt mit dieser Map. Ist eine schöne Sache, kann man eine ganze Menge den Benutzerfreundlichkeit einbauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt mir bitte einmal einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.